Ich habe mit jemandem geredet und die Person redet viel über die eigene Vergangenheit und oh, mit 16, 17, 18 habe ich ganz anders gelebt, mit 20, mit 22. Ich bin allergisch gegen Loser Talk, allergisch gegen Selbstmitleid und allergisch gegen niedriges Selbstwertgefühl. Diese Person meint wirklich so, ja, und was, wenn die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, wenn das alles genauso weiterläuft und nur noch schlimmer wird. So, ich dachte damals, ich werde das alles wiederholen, was ich gemacht habe, und ich werde so diese ganzen Erlebnisse einfach immer wieder haben können. Aber jetzt geht das gar nicht mehr so leicht. Und ich habe Mitgefühl, aber gleichzeitig denke ich mir so, nein, damals wurdest du überrascht vom Leben, dann wurdest du nochmal überrascht, weil die Dinge anders laufen. Also wer sagt denn, dass du später nicht wieder positiv überrascht werden kannst, dass du dich selber nicht überraschen kannst und dass Gott dir wieder mehr zeigst? Es ist noch nicht vorbei. Wie kannst du denken, es ist vorbei? Wie kannst du dir die ganze Zukunft versauen, indem du dir eine Zukunft nicht zutraust, in der du großartig bist, in der die Dinge gelingen, in der du die Dinge vornehmen kannst und sie auch erreichst, in der du deine Erwartungen treffen kannst, deine Erwartungen überbieten kannst, deine Erwartungen sich ändern und du einfach offen bist für das Leben und das Leben dir zeigt, was du wirklich brauchst und wer du wirklich bist? Wie kannst du einfach aufhören zu kämpfen, zu fordern von dir selber, zu erwarten, zu suchen, zu streben? Warum trifft einen die harte Zeit und dann sagt man, man kann nicht mehr, man ist nicht mehr man selbst, man findet nicht zu sich zurück? Es liegt doch so vieles in deiner Hand und du gibst es aus deiner Hand. Nicht alles ist unter Kontrolle. Ich habe Familie, die ist gestorben, ich habe Familie, die ist krank, ich habe so viele Dinge, die ich auch niemals gedacht hätte, dass sie uns ereilen. Aber es ist passiert. Aber es gibt so vieles, was in unserer Kontrolle ist. Und das gilt es zu kontrollieren, zu meistern, das Beste aus allem zu machen. Wir reden immer von Sprichwörtern wie, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Aber manche Leute heulen, dass sie keine Äpfel haben. Du hast Zitronen. Du musst nicht mehr Limonade draus machen. Kannst auch einfach nur eine Scheibe nehmen und sie in deine Cola stecken. Kannst auch einfach sie auspressen und einfach nur Zitronensaft haben. Kannst alles Mögliche damit machen. Aber du musst erkennen, dass das, was du hast, das, wer du bist, dass es einen intrinsischen Wert hat. Einen Wert, der unverrückbar ist und der nicht zu zersetzen und zu verweichlichen und zu verwässern ist. Es sei denn, du hörst auf, an dich zu glauben. Der Teufel greift uns nicht körperlich an. Der Teufel greift uns mental an. Selbst Hiob wurde durch die ganzen Sachen geplagt, damit er mental angegriffen wird und sich erst dann von Gott abwendet. Ich bin ein Mann, ich lebe mit dem Glauben, nicht mit dem, was ich sehe. Ich will euch allen sagen, vor allem meine Brüder und Schwestern in Christus, vor allem die Leute, die an Gott glauben, vor allem die Leute, die daran glauben, dass es noch etwas Größeres gibt als man selbst. Dass wenn es etwas gibt, das größer ist als du, und du hast die Möglichkeit, den nächsten Tag zu sehen. Man, allein, dass du wach bist, ist ein Grund zu jubeln, ist ein Grund, den Tag zu starten wie ein Champion, den Tag in Angriff zu nehmen, dein ganzes Leben nochmal in Angriff zu nehmen. Wir sagen immer mit jedem neuen Jahr, dass wir uns ändern, dass wir alles neu machen, und tun es nicht. Es reicht nicht, es zu sagen, es reicht nicht, es zu wollen, es reicht nicht, zu sehen, wie andere es zu machen und versuchen, sie zu imitieren. Du musst verstehen, dass alles, was du tust, bedeutungslos ist, wenn es nicht mit deinem Gott ist, wenn es nicht deine innersten, seelischen, spirituellen Bedürfnisse befriedigt und erfüllt. Das ist es eigentlich. Und darum, ich verstehe nicht, wie man aufgeben kann.